Da ich das letzte Mal nicht zugegen war und der Prinz vom Kaisertum Österreich die Lage der Nation nicht beschrieben hat, könnten Sie mir erklären, was letztes Mal denn so passiert ist? Dann rundherum. Ich glaube, dem Sultan würde das auch interessieren, oder? Ja. Nicht viel. Reicht das? Also es gab einen Angriffsversuch von Schweden gegen die Zentralmächte. Gleichzeitig gab es ja noch Krieg gegen Amerika und dem Rest von Frankreich, aber das konnte zum Glück durch ein diplomatisches Gespräch gelöst werden. Was, Schweden hat die Mittelmächte angegriffen? Genau. Warum wird Schweden jetzt vom United Kingdom garantiert, wenn Schweden der Aggressor war? Was eigentlich andersrum war, aber es ist eigentlich andersrum. Achso. Verstehe. Es ist nicht schwierig zu beschreiben, aber ich denke mal, der Prinz weiß, was gemeint ist. Ich glaube, ich muss dann wahrscheinlich mal mit meinem verbündeten Kaiser in eine Konferenz gehen, damit was? Ich dementsprechend mal was? Unterrichtet werde. Ist nichts passiert, ehrlich. Wir haben Frieden mit den USA, wir haben Frieden mit allen. Außerdem sehe ich, dass der Prinz weiß nicht, wie viele Garnisonstruppen gebaut hat. Das ist okay. Ja, also ja, meinetwegen können wir. Das wäre sehr schön. Ja, von mir ist auch. Dann herzlich noch mal erst einen Moment auf zwei lassen, oder? Ja, seien Sie so gut. Denn ich würde direkt eine Konferenz mit meinem mit dem Kaiser des Deutschen Reiches einberufen. Wann denn? Sofort. Wir sind Verbündete und wir grenzen aneinander, oder? Dann ist es immer erlaubt, glaube ich. Oder nur im Krieg. Sonst am 15. Dann Juni. Dann treffen wir uns in München. 15 Tage. Am 15. in München. Ja, ist super. Es hat sich einiges getan hier, wie ich sehen muss. Ich sehen muss, das klingt jetzt nicht so positiv. Ja, doch. Doch schon. Warum ist er nach unten? Ich meine, es sind 15 Tage. Achso. Ich glaube, da hat man es missverstanden. Der deutsche Kaiser hat es missverstanden. Wir müssen anscheinend 15 Tage warten, wenn wir nicht im Krieg sind. Also nicht gegeneinander, was? Aber ja. Es richtig. Weiß. Ist... Wer sagt das? Der Russe oder was? Ja. Lächerlich. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Wir müssen mit Russland sowieso noch ein bisschen sprechen. Oh, was ist vorgefallen? Unter Weltgemeinschaft. Ich habe gehört, es rumort in russisch-asiatischen Teil. Es rumort im Deutschen Reich, ja. Vielleicht, aber hier nicht. Hier. Mich haben Kunde, Kunde hat mich erreicht über Missstände und Konzentrationslager. Was? Wo die chinesische Elite drin inhaftiert wird. Was? Na, weiß ich nicht. Das klingt sehr nach deutscher Propaganda. Was möchte der Russe noch irgendwie Stellung beziehen, noch weitere Auskünfte dazu geben? Außer, dass es Lug und Trug ist. Na, meistens ist ja irgendwas dran an diesen Gerüchten. Ich meine aber, die Glaubwürdigkeit des Deutschen muss natürlich in Frage gestellt werden, wenn man Schweden als Aggressor darstellt. Wir wollen einen Krieg. Deutschland fordert von Russland, von der Sowjetunion, Entschuldigung, dass minutiös aufgelistet wird, wie viele Kriegsgefangene noch gehalten werden. Gar keine? Okay. Gibt gar keine Kriegsgefangene werden gehalten. Denn es gibt ja nicht mal Krieg. Oh, da, ich sehe, da wurden... Also ich habe Garnisonen ohne Ende bei Ihnen auch so? Ja, die habe ich auch, ja, aber ich verstehe nicht warum. Vor allem die Hälfte ist nicht garnisoniert. Die garnisoniert sein müsste, ich verstehe es nicht. Ja, hallo, ihr Cousin hat, ihr Prinz hat ihre Befehle ausgeführt. Ja, aber nicht so minutiös wie eigentlich gedacht. Die wurden da. Ja... meinen Sie, hat sich mehr mit Weib und Gesang beschäftigt, ja? Anstatt mit der Arbeit. Naja, so ist es eben. Gutes Personal zu finden ist einfach nie einfach. Alter, ich will jetzt nicht sagen, dass da was falsch ist. Oh mein Gott, das sind noch... Oh mein Gott, was ist hier passiert? Wenn ich höre, oh mein Gott.
Das klingt auf jeden Fall sehr. Das klingt positiv. Ja. Ach, es wurden. Ach so, ja gut. Ich sehe schon, mein Prinz hat ein neues Oberkommando gemacht. Hat für jede Garnison auf jeder Insel hat er spezielle Generäle enthoben. Das ist natürlich Blödsinn, das muss man nicht machen. Das ist ja ein organisatorischer Wahnsinn, ist das, wie ich sehe. Das ist ja. Boah. Muss ich alle Inseln suchen? So, mein werter Kaiserkollege. Ja, sehr schön. Ich denke, wir können. So, mein werter Kaiser. Nun seien Sie so gut und unterrichten mich genauer, bitte schön, was denn alles passiert ist hier. Das ist ja doch schon einiges, ne? Ja, wir hatten eine Streitigkeit mit Schweden tatsächlich. Der Krieg verlief gut. Wir sind, die deutschen Truppen sind durchgebrochen bis nach Göteborg und fast schon vor, was, wie heißt das? Norrköping? Ja. Dann haben wir, ja, diplomatisch haben wir dann versucht, mit Amerika Frieden zu schließen. Das ist auch gelungen, aber irgendetwas ist schiefgelaufen, denn alle anderen Nationen, die mit uns im Krieg waren, haben sich diesen Verhandlungen angeschlossen. Okay. Und somit wurde der Status quo zurückgesetzt. Naja, das ist es eigentlich. Wir haben Portugal mit in die Kaiserreiche aufgenommen. Ja, das habe ich positiv vermerkt. Ich sehe auch österreichische, österreichische Enklaven in Portugal. Sehr, sehr schön. Da habe ich gar nichts dagegen. Ansonsten, ja. Mir macht ein bisschen. Die Sowjetunion macht mir ein bisschen Sorge. Ich hoffe, dass ich im Laufe der Zeit die Türken und England vielleicht etwas mit der Sowjetunion in die Haare kriegen werden. Das ist so meine. Ja, nicht meine Befürchtung, das sind so meine guten Gedanken. Denn, die Briten sind jetzt nach der Vereinnahmung von Indien, was die Mannstärke angeht, King auf dem Feld. Okay. Oh, es ist jetzt United Kingdom, okay. Ich sehe, ja. Mhm. Oh ja, gut, das ist dann natürlich schwierig jetzt für uns. Aber was sind denn nächsten Ziele? Ja, das würde mich mal interessieren. Puh, haben wir da eine Ziele? Ich meine, wir könnten uns versuchen, Südamerika. Das Problem ist halt, Südamerika wurde garantiert von Amerika. Von ganz Amerika, ja. Haben wir denn? Was ist das Problem? Ja, Millionen. Viele Expansionsmöglichkeiten haben wir nicht mehr tatsächlich. 32 Millionen. Ja gut, aber man muss es so sehen, United Kingdom hat zwar die Mannstärke, aber sie werden alle von London aus versorgt. Das bedeutet, ich sehe England nicht als Problem. Und Sie verstehen, was ich meine. Meinen Sie, wir sollten vielleicht im Geheimen schon mal daran arbeiten und unsere Truppen so speziell ausrüsten und ins Geheimen schon daran arbeiten, sprich Navy, Fallschirmspringer etc., dass wir vielleicht England invadieren können? So in diese Richtung würde ich eine zukünftige Planung forcieren, weil was ist der mächtigste Feind, dem wir gegenüberstehen? Eigentlich haben wir nur einen mächtigen Feind, oder? Sowjetunion. Ganz genau. Also Bunkeranlagen von meiner Seite aus sind schon gebaut. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, meine Spionage sagt mir das, wohlgekleidete Herren, die in Moskau am Hof des ehemaligen Kaisers ein- und ausgehen, also des Zaren, der immer noch ein bisschen Macht hat, weiß ich aus gut betuchter Quelle, dass Russland in Panzer investiert und das sehr viel Zeit und vor allem auch Equipment. Dementsprechend sollte unsere Forschung, was die Anti-Tank-Waffen betrifft, immer on point sein. Das wäre sehr wichtig, damit wir quasi den großen Panzeransturm leicht mit Infanterie abwehren können, also mit Anti-Tank-Infanterie. Und ein paar Bunkerchen schaden sicher auch nicht an der Grenze. Ja. Also die Anti-Tank. Anti-Tank-Technologie ist im Deutschen Reich noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Und die Forschung läuft zwar, also noch nicht wirklich, aber es dauert noch ein bisschen.
Ich bin schon dabei, 237 Tage, aber für den Anfang reicht sogar, wenn der Russe nur mit leichten Panzern kommen würde, Antier. Also die müsste auch schon penetrieren. Aber wir müssen ja nicht eh brutal forcieren, sondern nur quasi die Abwehrtruppen. Aber wir haben noch etwas Interessantes in der Hand, nämlich theoretisch können wir Polen freilassen. Richtig, richtig. Das ist noch die Möglichkeit, die ich noch hier habe. Also müssen wir uns aber im Krieg befinden. Also im Kriegsfall, falls es mal so weit kommen sollte, können wir sofort Polen deswegen. Ah, also falls wir uns im Krieg mit der Sowjetunion befinden, könnten wir Polen releasen, um so die Front so klein wie möglich zu machen quasi. Richtig, richtig. Okay, würden die dann auch direkt den Mittelmächten beitreten? Das ist die Frage. Das wäre natürlich sehr interessant zu wissen. Das ist eine Frage, die ich Ihnen leider nicht beantworten kann. Das, da müssten wir tatsächlich, das müssen wir auf jeden Fall einmal genauer unter die Lupe nehmen. Ich muss meine Garnisonstruppen hier besser beschreiben. Es ist ein Wahnsinn. Da, Tier Europa. Wie gesagt, das müssen wir ins Auge fassen, weil dann, also, ich glaube, der Brite sieht seine Vormachtstellung als zu stark an hier. Jetzt mit der großen Mannstärke fehlt halt immer an etwas beim Briten. Also Produktion etc. oder sonst irgendwas. Was ganz wichtig ist, wir brauchen Flugzeuge. Wir müssen unsere Flugzeuge auf Top-Niveau halten und genügend Flughäfen. Ja. Und sie müssen sich Richtung der Türkei natürlich noch absichern. Dann sollte das wirklich, natürlich jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren oder so, aber sollten wir wirklich den Konflikt mit England suchen, wird wahrscheinlich der Engländer natürlich zusammen mit dem Türken versuchen, über den Süden rein einzufallen. Ja, wichtig ist, dass wir Flotte on point, also wirklich top-notch haben zu der Zeit. Richtig. Das Problem ist, ich bin technologisch noch nicht so weit, dass ich sehr viele synthetische Raffinerien zaubern kann, beziehungsweise aufbauen kann. Ein paar sind schon gemacht. Das Problem ist halt wirklich für mich Öl. Also ich brauche Öl. Ich habe schon geguckt auf der Karte, wo man sich vielleicht noch ein bisschen an Öl bereichern könnte. Ich habe tatsächlich viel Öl. Wo ist denn mein ganzes Öl? Ich habe 158 Öl. Mhm. Wie viel besitzen Sie momentan? Das ist eine gute Frage. Warten Sie mal. Okay. Ich habe 27 Öl. 27, okay. Na gut, das ist nicht gut. Wo ist denn das Öl hier? Habe ich denn schon derartige Raffinerien erforscht? Ja, ich habe schon erforscht und baue schon. Oder habe schon bauen, gebaut. Bauen tue ich auch. Ich habe nur keine Ölquellen. Also ich habe keine. Ja. Ich habe nur synthetisches Öl bis jetzt. Muss mal schauen, wo meine Ölquellen sind, damit ich ihnen vielleicht eine Ölquelle übereignen kann. Bei Flotte aufbauen ist kein Problem, Flotte versorgen ist dagegen sehr ein Problem. Ja, ich meine, was natürlich nicht so schlimm ist, ich meine, ich kann auch ein bisschen Öl einkaufen, das ist ja echt. Sie haben, was war es denn, Öl? 62 Öl unter Polen, sehe ich da gerade. Ah, okay, ja gut, das fällt eh weg dann, ja. Wenn wir Polen releasen. Der Russe hat sehr viel Öl natürlich. Ja, der hat echt viel Öl. Er hat 32 unter Polen. Und Kaukasus, sag ich schon. Über die Türkei, was ist das hier? Aserbaidschan, in die Gegend. Hat auch sehr viel Öl. Ah, ich sehe, ich habe hier in Bulgarien, habe ich 100, oder ehemaligen Rumänien, habe ich 108 Öl. Ja. Soll ich Ihnen das unter Polen übereignen? Also damit geht das denn überhaupt? Ich glaube nicht, dass es geht. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich. Das. Ja, stimmt, das geht nur, solange wir im Krieg sind. As control of a state, ja. Naja, egal. Also, auf jeden Fall, ne, also wie gesagt, ich kann noch ein bisschen dazu kaufen. Das ist ja kein Thema. Ich werde natürlich auch die Lager ausbauen. Und dann ist ganz einfach. Wir forcieren uns zu Beginn auf das, was günstiger ist, nämlich auf Fighter und Marineflugzeuge. Weil den Ärmelkanal können wir auch mit Marineflugzeugen sichern und dann sollte uns quasi die englische Flotte, sollte es wirklich notwendig sein, in die Fänge gehen. Ich muss ein bisschen mehr auf Marine achten, damit ich mehr den Mittelmeerraum erhalte. Wir können natürlich auch im asiatischen Raum expandieren. Was halten Sie davon, wenn wir die Niederländer vom Gummi und Öl befreien? Die, wie Sie vielleicht noch wissen, diese Übernahmebestimmungen oder die Verhandlungen, damit ganz Italien in meine Hand fällt, waren geknüpft an, dass wir uns nicht mehr im pazifischen Raum etablieren. Ich würde tatsächlich eher versuchen, die Sowjetunion und das Osmanische Reich ein bisschen gegeneinander auszuspielen, auch politisch. Ein bisschen aufzuwiegeln, ja. Ja, weil, also sind wir mal ehrlich, es wäre eigentlich einfach, es ihnen schmackhaft zu machen, gegen die Sowjetunion Krieg zu führen, weil United Kingdom ist eigentlich relativ sicher und
der Ottomane, also der Sultan, muss nur gut kämpfen da. Und dann. Oh, wir können die Arschbackentheorie machen. Was heißt denn Sie davon? Die Arschbackentheorie? Was ist eine Arschbackentheorie? Jetzt bin ich gespannt. Eine anerkannte Theorie. Man präsentiert sein Allerwertesten, also quasi die Arschbacken. Und wenn es wirklich drauf ankommt, dann spreizt man diese und furzt. Das heißt, wir würden quasi England und der Türkei würden wir die Unterstützung im Krieg gegen die Sowjetunion zusichern. Sobald England und die Türkei der Sowjetunion den Krieg erklären, tun wir einfach so, als wenn wir von nichts wüssten. Das ist ja widerwärtig. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Ah, ja, Unterstützung. Jetzt halt die Frage, was die ganze Zeit besprochen wird. Ich glaube, wir sollten mal nach oben gehen. Zuerst ein bisschen schauen, wie sich die Lage entwickelt. Wichtig ist, ja, auf Flugzeuge gehen, unsere Staaten ausbauen. Wir wollen ja nicht. Polen sollten wir tatsächlich als politische Intrige benutzen, wenn es denn möglich ist. Wissen Sie, wie ich meine? Damit wir quasi sagen können, weil Russland muss ja theoretisch auch zustimmen, wenn wir Polen befreien, oder? Wenn sie dann Nein sagen, dann ist natürlich Russland der Böse. Man kennt es. Das stimmt allerdings, ja. Na gut, dann lassen Sie uns hoch zu den anderen Gentlemen. Der viel Mannstärke bekommen hat. Herzlich willkommen zurück. Guten Tag. Tag. Oh. Hat das Gespräch gefruchtet? Ja, jetzt bin ich endlich wieder auf dem neuesten Stand. Das wurde auch Zeit. Das wurde wirklich Zeit, aber es sind trotzdem... schwierige Entscheidungen hier zu treffen. Der österreichische Prinz hat es ein bisschen zu gut gemeint mit dem Ausheben von Truppen und dementsprechend, wenn ich sagen, wir stoßen an unsere Grenzen, aber es sind einfach zu viele Truppen. Braucht man doch nicht in Friedenszeiten wie diesen. Das muss nicht sein. Dementsprechend werde ich nachdenken über einen Abbau von Truppen. Deeskalierung. Also, ich meine, Abrüstung. Ganz genau, ganz genau. Da sollten, glaube ich, auch andere Staaten drüber nachdenken. Also auch die Deutschen natürlich. Es kann nicht sein, dass in Kriegszeiten hier immer noch so viele Truppen sind. Eigentlich ist es Wahnsinn. In Friedenszeiten meine ich natürlich. Eigentlich ist es der pure Wahnsinn. Was hält denn Großbritannien eigentlich von einem Flottenabkommen? Zuhören. Was für ein Flottenabkommen? Gerne. Was soll das beinhalten? Die Einschränkung der Größe der Flotte. Für Sie, für uns, für die Sowjetunion. Dadurch, dass Großbritannien weltweit operiert, ist schwierig, es einzuschränken. Naja, man könnte ja die Tonnage der Flotten einschränken. Also zumindest, dass wir uns darauf einigen, dass wir keine Superschlachtschiffe bauen oder keine Flugzeugträger haben. Ja, könnte man sich ja drüber festlegen. Das könnte man sich ja tun. Maximale Größe halt des Standardschlachtschiffes und nicht drüber hinaus. Denken Sie mal drüber nach. Das ist wahrlich keine schlechte Idee. Vor allem, man muss denken, die Welt befindet sich im Frieden. Wir haben jahrzehntelang fürchterliche Kriege gefochten. Kann man das noch irgendwo einsehen? Wo sind die Geschichtsschreiber, wenn man sie braucht? Mit Millionen von Toten. Millionen tatsächlich. Das muss doch nicht sein, oder? Dementsprechend könnte man dem ein bisschen entgegenwirken und sagen, für eine Deeskalation tragen wir hier quasi bei, indem wir die Flotten reduzieren oder einschränken und zum Wohle der Nation dann eher wirtschaftlich expandieren. Weil wir alle wissen, eine große Flotte ist natürlich wichtig für eine militärische Ausbreitung in der Welt. Damit es nicht mehr zu einem Flottenwettrüsten kommt, wäre die Festlegung einer Obergrenze
tatsächlich eine sehr, sehr schlaue Idee. Das könnte man ja unter allen hier Anwesenden direkt festlegen, wenn jeder damit einverstanden ist. Natürlich. Natürlich. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass wir euch alle miteinander, also das ist jetzt mein Vorschlag, Vorschlag von Deutschland. Wie wäre es, meine Herren, wenn wir auf diese kostspieligen Sachen einfach verzichten? Ich meine, ich weiß schon, man muss natürlich seine Küsten schützen, man muss natürlich seine Interessen irgendwo schützen. Aber wie wäre es, wenn wir einfach Rohstoffe und Zeit sparen und sagen einfach, in unseren Flotten, also sowohl Sowjetunion, Deutschland, Österreich, die Türkei und England, sind alle Schiffe gern gesehen, außer Schlachtschiffe. Super Schlachtschiffe und Flugzeugträger. Großbritannien wird sicherlich nicht die Schlachtschiffe, die es hat, abrüsten. Die es hart arbeiten musste, abrüsten. Wohlgemerkt. Heißt, Schlachtkreuzer wären erlaubt? Ja, wenn wir schon hier sind, wie wäre es denn, wenn wir für 1934 als Zeichen des guten Willens alle führenden Nationen am 10. Januar, oder wann war denn der erste, also der vaterländische große Krieg, der Weltkrieg, der hoffentlich einzige, denn zu Ende. Quasi als Zeichen, dass wir uns da alle gemeinsam an einen Tisch setzen und versuchen zu verhindern, dass das jemals wieder passiert. Dass wir quasi einen Stichtag nehmen, an dem sich diese Nationen dann treffen und dann schauen wir, ob es möglich ist, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Das klingt auch sehr vernünftig. Dem ist nichts entgegenzusetzen, also. Ja. Okay. Reden ist immer Gold. Was, welcher Tag würde Ihnen denn da zusprechen? Also was für ein Datum würden wir hier sprechen? Wann hat der Krieg mit den USA geendet? Quasi als Stichtag für das Ende aller Kriege. Das ist eine gute Frage. Das Datum ist in der Geschichte untergegangen. Sagen wir einfach der 10. Februar. Der 10. Februar, okay. Das wäre der 10.2. Ja, es soll mir recht sein. Ich würde mal sagen, für das Ende aller Kriege ist jeder Tag ein guter Tag. Ist ein ausreichend guter Tag. Angetreten. Oder was sagen Sie? Natürlich, stimmen Sie mir mit Sicherheit zu. Definitiv, na klar. Ja. Ja, der Brite scheint nicht so begeistert zu sein. Doch. Selbstverständlich. Ich meine, wir müssen ja irgendwie zueinander finden. Ich meine, es geht ja nicht, dass wir jetzt immer ständig hier aufrüsten gegeneinander und ein Wettrüsten am Laufen haben, meine Herren. Das kann wirklich nicht das Ziel unserer Gemeinschaft sein, auf keinen Fall. Achso, werter Kaiser von Österreich, ich informiere Sie nochmal offiziell, also das haben die anderen Herren haben das schon mitgekriegt, das haben wir angekündigt. Mexiko hat uns um Schutz gebeten gegen die USA. Okay. Falls die USA Mexiko überfallen sollten. Also generell die Mittelmächte oder generell alle Nationen dieser Welt? Na, da Mexiko ja mit uns verbündet ist, haben sie erstmal nur uns angefragt, natürlich. Okay, ja gut, das... Deswegen hat das Deutsche Reich ein paar Divisionen schon mal an die mexikanisch-amerikanische Grenze versetzt, einfach nur zur Abschreckung. Vorsicht ist besser als Nachsicht, sage ich da immer. Ich hoffe mal, dass der kürzlich geschlossene Friede hier auch eingehalten wird. Dass das Wort des Amerikaners nicht nur Spott ist für die Mittelmächte. Ja, diese unsägliche Frankreich. Wurde denn die französische Kommune zur Ressort gebracht? Ja, da unten ist sie noch. Ja, wir sind im Frieden mit der französischen Kommune. Sehr gut.
Doch ein kleines Land sollte man eigentlich unterstützen, obwohl sie schon wieder Armeen unterhalten. 3 Divisionen. Und auch über 200 Schiffe. Ja, das ist... What the fuck? Ich frage mich, was das für ein Hafen auf Tahiti ist. Ich frage mich, wo sie das ganze Öl herbekommen. Das ist ein Monster. Das bekommen die wahrscheinlich vom Amerikaner. Ich glaube, sie rudern. Kriegsgalieren sind das. Auch schön, auch schön. Spricht etwas dagegen, die Zeit schneller zu laufen zu lassen? Nein. Nein. Nein, solange keine kriegerischen Absichten gehegt werden, viel wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ja, weil, erstmal 3 schauen, wie es läuft. Der österreichische Kaiser muss zuerst ja seinen Hofstaat wieder auf Vordermann bringen. Da wurde viel verändert. Wie sehen denn die Pläne vom Ottomanen und Engländer denn jetzt aus? Na, der Osmane wollte eigentlich sich die Staaten Kambodscha, Laos und Vietnam zur Brust nehmen, aber wir können leider nur auf dem diplomatischen Weg ein Dudu einlegen, denn andere Optionen haben wir nicht. Ausrücken! Ausrücken! Verstehe. Also wir bauen erstmal unser Land aus, strecken die Wüste so weit wie es geht zurück und versuchen den Menschen, die wir in unser Land nun erfolgreich integriert haben, denen auch natürlich ein schönes Heim zu schaffen. Und wie läuft's bei meinem Bündnispartner? Ja, Ausbau sämtlicher Infrastrukturen, um vernünftig wirtschaften zu können. Ja, sehr gut. Das hört sich doch mal sehr vernünftig alles an hier. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen ausbauen. Natürlich hat der Niederpayer, der mir hier das übernommen hat, gute Arbeit geleistet. Ich muss hier nur ein bisschen über die quasi die Armeen so einteilen. Das werden dann die einzelnen Bereiche sein, wo ein bisschen gekämpft werden kann. Also sind quasi die Verteidigungseinheiten, die hier eingesetzt werden können, wenn zum Beispiel gelandet wird. Eine setze ich zum Beispiel hier nach Afrika, hier hin, damit hier mehr ist als nur eine Garnison. Ist schon mehr, wie es aussieht. Und also, dass die dann einfach schneller da ist, sollte sie gebraucht werden. Und dann nochmal so hin, ist besser, wenn sie so verlegt wird, die Zierräder. Ich bin immer noch gespannt, ob es beim Amerikaner nicht irgendwann zum Bürgerkrieg kommt. Eigentlich könnte ich die direkt hier hinschicken. Ja, das ist auch eine spannende Frage, tatsächlich. Huch. Ich sehe gerade, der Osmanen lässt Manöver an der Grenze zu Österreich stattfinden. Wo denn? Ist das eine Art Provokation? Oder? An welcher Grenze? An der österreichisch-türkischen. Na, da gibt es ein paar. Meinen Sie beim ehemaligen Serbien? Ja. Ich muss ja erstmal die Truppenmanöver von meinem Ex-Sultan korrigieren, weil, und diese ganzen Truppenmanöver, wir besitzen leider nicht die schnellsten
Telegrafenmasten, die in Deutschland deswegen bis hier die Aufklärung der Meldedienst das dort bekommen hat. Das dauert. Wenn Sie was, dann unterstütze ich Sie. Ich setze auch meine Truppen hier an die Grenze und werde ebenfalls Truppenübungen abhalten lassen. Als gegenseitiger Ansporn. So ist es. Mal schauen, wer macht die meisten Liegestütze. So ist es. Wer besser trainiert. Das ist sicherlich nicht schlecht, hier ein bisschen Training reinzubringen in die Truppe. Dann ist die Moral einfach beschissen. Ne? Man kennt es. Übrigens, meine Herren und mein nachbarlicher Kaiser aus Österreich weiß Bescheid. Wir haben ein Abkommen mit der Schweiz abgehandelt, indem wir da natürlich, wie gesagt, klar ist es, jeder will irgendwo seine Interessen vertreten und es gibt nicht irgendwie so einen, ja, so einen neutralen Schiedsrichter, sag ich mal, der irgendwie irgendwas begutachtet und sagt, okay, so ist es tatsächlich. Deswegen haben wir mit der Schweiz abgemacht, dass wir die Schweiz in keinster Weise irgendwie von der Landkarte fegen wollen. Auch in Zukunft nicht. Wir werden der Schweiz natürlich Schutz bieten. Sowohl von Norden wie auch von Süden, wie auch von Osten, wie auch von Westen. Dafür hat sich die Schweiz bereit erklärt, Kommissare in die Welt zu schicken, falls irgendwo irgendwas sein sollte, damit diese quasi begutachten können, was da los ist, was da passiert ist. Also eine Art, ja, so eine Art Schiedsrichterstaat. Interessant. Nur der, der ohne Schuld sei, werfe den ersten Stein. Vielen Dank. Ich habe gesehen, niemand kennt sich damit aus. Ausgezeichnet. Wurden viele Fehler gemacht, wie das sieht. Im Gegenzug wollten die Schweiz das Recht haben, eine Weltbank zu eröffnen. Wurde ja mit Sicherheit wahrscheinlich stattgegeben. Natürlich. Also die Schweiz ist quasi dann, also wird so langsam durch die Jahre wird es zum weltweiten Finanzschauplatz. Rein aus Interesse, wie ist es denn um die Königin Wilhelmina bestellt? Gut. Was ist mit ihr? Die ist, Die ist am Leben und frohen Mutes, hoffe ich. Ich habe gehört, sie erwartet das zweite Kind. Kann man nur beglückwünschen. Ohne Frage. Zudem ist Königin Wilhelmina mit einer Bitte an die Mittelmächte herangetreten. Sie mögen doch gerne ihre Monarchie unterstützen. Dementsprechend sollten aufwieglerische Angriffe auf die königlichen Niederlande von innen oder von außen stattfinden, stehen natürlich die Mittelmächte und ihre Truppen stets zur Seite. Natürlich. Das gehört sich natürlich so. Außerdem nutzen wir die Niederlande als eine Art Urlaubsresort. Ja. Denn die Gesetzeslage in den Niederlanden ist sehr flachsig. Fragil. Was viele Dinge betrifft. Ja. Ich habe gehört, dass das britische Königshaus oft an Wochenenden in Amsterdam unterwegs ist. Speziell Was? Hattet uns aus sehr großes Vergnügen. Leckt der Krise, der britische König bei den anderen auch so? Ja. Die Legge? Ja. Ungewöhnlich. Klingt nach Paketverlust. Kann ich nicht vorstellen. Ja, meine Herren, wie in Frieden, erheitern Sie mich mit Geschichten. Angetreten.
Der Russe kennt keine Geschichten. Ich habe gehört, es ist schwierig, ein großes Reich zu verwalten. Dementsprechend ist der österreichische Kaiser weiterhin mit organisatorischen Aufgaben überfordert, sagen wir so, überfordert. Ja, wenn nichts zu tun ist, dann werde ich halt Spionage betreiben. So. Ich meine natürlich, ich werde Informationsblätter durchschauen. Ist ja auch nicht verboten. Wäre natürlich interessant, was denn bei diesen Recherchen zutage tritt. Aber ich bin mir sicher, dass die preisgegeben werden. Ich muss gerade die Berichte angeschaut. Ja, läuft. Ich glaube, England ist technologisch, hat etwas die Nase vorn, tatsächlich. Tatsächlich? In welchen Belangen? Allen? Ja, so ein bisschen hier, so ein bisschen da. Wirklich, wie kommen Sie denn darauf? Ich dachte, das österreichische Kaiserreich wäre stark nach vorne, aber anscheinend täuscht das. Obwohl, das ist auch gleich auf mit dem Deutschen Reich tatsächlich. Oh Gott, was habe ich jetzt also auch das österreichische Reich ist auf dem gleichen Stand. Außer in der Panzerforschung. Ja, in der Panzerforschung. Aber wie gesagt, das ist alles, was einen Angriffskrieg führt. Das möchte ich nicht unterstützen. Ansonsten sieht es eher ausgeglichen aus, ja. Na gut, ich meine, der Türke hat natürlich panzerforschungstechnisch jetzt auch nicht so. Ist auch nicht so die Hosen an. Wir pflegen immer noch die guten alten Infanteriewaffen. Ja, aber auch diese sind veraltet. Wollen Sie von uns welche kaufen, die moderner sind? Nee. Wollen Sie welche von Ihren britischen Verbündeten kaufen? Naja, die beschützen unser Land ebenfalls. Sehr gut. Wie läuft das eigentlich mit Britannien und der Türkei? Also wie ist die Liaison, die sie da geschmiedet haben? Ich meine, sind ja doch relativ unterschiedliche Kulturen, wie darf man sich das vorstellen? Haben türkische Zivilisten Arbeitsvisen für das britische Reich oder haben britische, vor allem die neu hinzugewonnenen indischen Ländereien dann Arbeitsvisum für das osmanische Imperium oder wie läuft das? Wie ist das mit dem Glauben geregelt unter ihnen beiden? Dürfen quasi ottomanische Einwanderer auf britischem Boden Moscheen errichten oder dürfen anderweitig auch Kirchen auf muslimischem Boden gebaut werden? Wie haben sie das geregelt? Das würde mich interessieren. Möchte der Brite anfangen? Nö. Naja, die Religionsfreiheit natürlich besteht im britischen Haus, glaube ich, weiterhin fort, aber weiterhin natürlich ist die christliche Religion bevorzugt und im Osmanischen Reich die islamische Religion. Aber jeder Soldat oder jeder Zivilist kann sich seine Religion frei auswählen. Und der Moscheebau oder der Kirchenbau in unseren Ländern, der wird nicht von ganz oben befohlen. Das wird extern geregelt durch Religionsverwaltungen und ähnliches. Also versucht das Ottomanische Reich quasi sich zu modernisieren, sich den westlichen Standards anzupassen, richtig?
Ja, wir wollen auch dementsprechend die Industrialisierung voranschreiten, weil den Belangen hängt das Osmanische Reich noch etwas hinterher. Also ich muss sagen, also ganz ehrlich, ich war zwar ruhig damals, ich habe nicht viel gesagt zu diesem Thema, aber ich bin wirklich froh darüber, dass Österreich die Kontrolle über Italien und Rom hat. Wäre Rom in muslimische Hände gefallen, wäre das vielleicht sogar ein Grund gewesen, einen Krieg vor den Zaun zu brechen. Ja. Die heilige Stadt Rom. Ich glaube, das könnte jeder verstehen. Man könnte die Wiege der Christenheit natürlich nicht in muslimanischen Händen lassen. Ist das die Wiege der Christenheit eher Jerusalem? Nein. Rom. Tatsächlich. Ich glaube nicht. Das Rom. Wir werden uns jetzt dazu nicht äußern. Jerusalem, da sagen Sie was. Stimmt. Warum wird denn Jerusalem bitte... Oh, da müssen wir mal drüber reden. Ottomanischer Herrscher. Ja. Also die muslimische Herrschaft über Jerusalem... Können Sie die Israelis, ich meine, wir haben ja sowieso ein Problem mit unseren jüdischen Gemeinden hier in Europa, also nicht ein Problem, dass sie irgendwie die Problembären wären, sondern diese Menschen wollen der Heimat beraubt tatsächlich. Was halten Sie denn davon, wenn wir uns mal darüber unterhalten, ob Sie nicht vielleicht dem jüdischen Volk in das Land zurückgeben, was sie eigentlich beherrschen sollten? Die jüdische Religion hat in unserem Land die gleichen Rechte wie alle anderen Religionen oder Personen. Sie haben mich, glaube ich, gerade nicht verstanden, oder? Frage Sie, ob Sie darüber nachdenken könnten, dem jüdischen Volke, ja, warum sollen wir die Welt Juden entlassen, wenn es ihnen in unserem Land gefällt? Also, das macht für mich keinen Sinn. Ja, vielleicht gefällt es ja den Juden, die in ihrem Lande sind, aber die Juden, die bei uns im Lande sind und in Österreich sind und in England sind und in Russland sind und in Amerika sind und überall auf der ganzen Welt. Das jüdische Volk, die jüdische Gemeinschaft verlangt danach, ihr Land zurückzubekommen. Sprich Jerusalem, Tel Aviv, das sind wir rein. Sagen wir mal so, österreichische Forscher, Kulturforscher und Geschichtsforscher haben tatsächlich keinen Anspruch eines israelischen Volkes auf diese Gebiete gefunden. Natürlich ist der Ruf groß. Deutsche Forscher schon. Also Jerusalem wurde schon immer von jüdischen Gemeinden besiedelt. Ja, und von palästinensischen und von arabischen und von. Da müsste man ja quasi Jordanien, Palästina und Judäa ins Leben rufen. Also damit jede. Ja, ich weiß nicht. Ja, sagen wir so, das Kaisertum Österreich ist ein Vielvölkerstaat. Das Kaisertum sieht keine Notwendigkeit, jegliche Nation im nationalistischen Bestreben zu entlassen, um sie sich selbst zu überlassen. Die Geschichte des Kaisertums hat gezeigt, dass das nur in Elend, in Armut und in Chaos münzt. Denn wir haben Ungarn entlassen, wir haben Kroatien entlassen und sie wollten sofort, so schnellst als möglich, wieder zurück an die Brust des Kaisers, von dem sie so wohlwollend regiert wurden. Außerdem könnte man jetzt auch argumentieren, die Spanier und die Portugiesen würden auch gerne wieder in ihre Länder zurückkehren. Also ich glaube, wir können ja eine Länderliste, ich würde jetzt vielleicht auch mit an die Chinesen denken, aber jeder hat ja seine Länder. Also die Spanier, können diese auch zurückgeben, auch aus religiösen Gründen. Die Portugiesen sind Christen, erstens. Und sie leben in ihren Ländern. Da muss ich den deutschen Kaiser unterstützen. Das Deutsche Reich und das Österreichische Reich sind christliche Länder. Und es gibt ganz, ganz viele Einwohner jüdischen Glaubens in Österreich und auch in Deutschland und auch in Spanien, die vielleicht gerne ein eigenes Land besitzen möchten. So sind sie verstreut über die ganze Welt, heimgesucht von Verfolgungen durch die Jahrhunderte im alten Deutschland, im alten Spanien auch. Also die jüdische Glaubensgemeinschaft wurde quasi von allen Ländern schon verfolgt, versklavt und getötet. Und gerade deshalb ist es ja so wichtig, Staat und Kirche sauber zu trennen. Und das hat nichts mit der Trennung von Staat und Kirche zu tun. Das hat aber damit zu tun, dass wir eine Glaubensgemeinschaft haben, eine Völkergruppe, die einfach ein Zuhause braucht. Finden Sie nicht?
Ich meine, wo dieses Zuhause ist, ist soll mir persönlich gleich sein. Könnte Deutschland, also wären die Juden damit zufrieden, dass wir einen Teil des Deutschen Reiches in ein Judäa umwandeln oder ein jüdisch geführten Teil? Wäre es möglich, dann würden wir es machen, aber die möchten das nicht. Die fühlen sich verbunden, ganz genau. Ja. Ja. Außerdem wurde der Februartermin für die Ansprache zum... Oh, dann müssen wir dahin. Wir haben schon 5. März, meine Herren.